Meine nächsten beiden Gäste sind Super-YouTube-Stars. Der eine ist mit 2,3 Millionen Abonnenten ganz weit vorne und sie ist kurz davor, die 1-Million-Grenze zu knacken. Beide nehmen nächste Woche an der Stocker Crash Challenge teil. Und heute sind sie hier. Bitte begrüßen Sie Joyce Ilk und Dena. Herzlich willkommen. Willkommen! Ja, danke schön. Und wie läuft's bei YouTube? Ja, super. Hat sich was geändert? Es ändert sich ja immer relativ schnell. Was kommen neue Leute dazu? Andere knacken die Milliardengrenze. du bist dabei, die Millionengrenze zu knacken. Was bedeutet das, wenn man die Millionengrenze geknackt hat? Die Millionen-Abonnentengrenze. Eigentlich achte ich nicht so auf die Zahlen, weil ich finde, das macht einen eigentlich nur verrückt, wenn man immer sich vergleicht und guckt irgendwie, dass man da eine höhere Zahl hat. Bekommt man mehr Geld? Ach so, meinst du? Ja. Du? Ja. Quatsch, wegen Geld macht man das ja nicht. Aber die Millionen ist eine geile Zahl. Also das ist die einzige Grenze, wo ich sage, danach leg ich die Füße hoch, dann ist es mir egal. Und hast du keine Videos mehr, ne? Doch. Kriegt man da irgendwie so ein Award von YouTube geschenkt oder so? Das ist das Beste eigentlich, ja. So ein großes, praktisch hier wie dein, wie heißt der überhaupt? Das weiß ich ja nicht. Putzi. Ist ja peinlich, ja. Ja. Putzi heißt das. So ein Ding bekommst du, kannst du in die Wohnung stellen, ist super. Ach, tatsächlich, du hast schon einen, zwei dann wahrscheinlich schon. Ja, einer ist. Ja, ihr macht ja so, ja, wie soll man das nennen, Clips, ne, die ja zum Teil lustig sind, zum Teil aber einfach nur Dokumentationen dessen, was ihr so tagsüber macht. Ja. Ohne eine große Story zu haben. So, ich bin hier im Café und jetzt gehe ich wieder raus und der Kaffee hat gut geschmeckt und da vorne ist eine Ampel, da gehe ich jetzt drüber. Könnt ihr mal gucken, hier sind noch ein paar andere Leute, die gehen auch über die Ampel und dann, wenn ich drüber bin, ist die Ampel rot, könnt ihr mal gucken hier. Und jetzt gehe ich mal da vorne runter, sind die Treppen, ganz schön viele Treppen, gehe ich die Treppen runter. Soll ich dich unterbrechen oder willst du immer weiter? Nee, ich erzähl mal zu Ende. Ich gucke mir ja so Sachen an. Ich habe mir angeguckt, weil ihr beide in Berlin wart. Ist aber schon älter, letztes Jahr. Das kann sein. Ja, das war das so. Wahrscheinlich, ja. Du steigst ins Flugzeug, sagst, hör, ich bin flugzeug ein bisschen müde, irgendwie trinke ich schon mal einen Saft und so. Und dann steigst du aus, hier bin ich in Berlin und so. Und geht ja, ich meine, aber das machen ja, andere Prominente machen das halt nicht auf YouTube, aber die machen ja auch dann, Elias Mbarek postet auch auf Facebook, wo er gerade so ist und was er macht. Das ist ja einfach interessant. Und das ist dann wirklich so, dass die Leute darauf warten und sagen, wow, da gucke ich mir jetzt wieder an, wie der Dena die Treppen runter. Das finden, glaube ich, die meisten Leute nicht so interessant, aber wir versuchen halt eben irgendwie was Cooles unterzubringen. Also ich mache halt viele Reisen und nehme die Leute dann eben mit in irgendwie fremde Länder, fremde Kulturen und versuche ein bisschen auch irgendwie zu zeigen, was da irgendwie anders ist, was da besonders ist. Wo warst du mal im letzten Jahr? Im letzten Jahr? Dieses Jahr oder letztes Jahr? Jetzt? Jetzt, in diesem Jahr zum Beispiel. Also in England, Schottland, Großbritannien halt, in den USA war ich mehrfach. In Ungarn. Ja, zweimal, jetzt Ungarn, davor zweimal in Los Angeles, San Francisco. Also ja, schon einiges. In Österreich mit euch bei der VOGUE-WM. Ja, genau. Und du dokumentierst das dann alles und finanzierst deine Reisen durch das, was du bei YouTube einnimmst, richtig? Ja, also von den Videos läuft Werbung und dadurch kann ich mir das sozusagen finanzieren und versuche die Zuschauer mitzunehmen, denen zu zeigen, was es da gibt und das irgendwie auch. Ich habe halt Spaß dran, mit der Kamera irgendwie coole Szenen einzufangen und so in den ganzen Ländern gibt es auch mal viele Perspektiven und so. Wie groß ist der Output bei dir so in der Woche? Wie viele Videos haust du raus? Also wenn ich auf Reise bin, kommt jeden Tag so ein Reisevideo und zusätzlich mache ich eben Gaming und das kommt auch eigentlich jeden Tag dann. Okay, das hört sich aber schon viel an. Das ist in der Tat. Kürzlich welche hier, die machen zu dritt zwei Videos die Woche. Ich mache auch nur eins die Woche. Wie, nur eins die Woche? Ja, weil ich mache. Was ist das los? Ich mache ja Sketche, das ist ja auch wieder ein viel anstrengender. Da muss man auch ein Drehbuch schreiben. Und ein Drehbuch, was denn für eins? Jetzt kommt wieder das, ne? Ja. Soll ich dir das mal erklären? Ja, ich weiß, was Drehbuch ist. Wir zeigen mal einen Ausschnitt. Du hast einen Song gemacht, eine Schlagersong-Parodie. Genau, ich mache ja eigentlich hauptsächlich Comedy, nicht so Vlogs, wie du eben gesagt hast. Und, aber auch Vlogs, ne? Hin und wieder. Ja, auch schon mal. Klar, das gehört halt dazu. Ne? Ja. Aber diese Parodie, das ist eigentlich ein Sketch als Schlagersong verpackt. Okay, wie ist das eigentlich? Kannst du da irgendwelche Musik drunter schneiden unter deine Clips? Oder ist nee, das ist ein ganz großes Problem. Aber da kann man dann einfach verschiedene Musiker anschreiben, die eben auch so auf dieser, eben so aus dem Internetzeitalter eben kommen. Und die sind eben froh darüber, dass sie ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen dadurch. Und man verlinkt die und so ein Geben und Nehmen. Das ist ganz cool. Ja, okay, das sind dann sozusagen Songs, die, von denen, wo ihr dann die Erlaubnis bekommt, die in eure Videos reinzuschneiden. Die immer frei sind.
Die GEMA freigibt, die noch keine Verleger haben, von ganz normalen Menschen sozusagen. Okay. Ihr seid ja beide dabei beim Stockerrennen. Ihr wart im letzten Jahr schon mal dabei und zwar sehr erfolgreich. Ne? Also er zumindest. Ich bin ja beim Rodeo nicht mehr dabei gewesen, leider. Aber du hast, glaube ich, den... Rodeo haben wir gewonnen. Rodeo habt ihr gewonnen. Ne? Erster, zweiter Platz. Wirklich toll. Dieses Jahr, wie sind eure Ziele, die ihr euch gesteckt habt? Ja, ich will zumindest ins Rodeo kommen jetzt. Ne? Also man will sich ja verbessern und nicht verschlechtern. Dieses Jahr haben wir sehr viele Frauen dabei. Also die Hälfte in der 1500 Kubikzentimeter-Klasse sind Frauen. Das heißt, das ist die höchste Frauenrate, die wir jemals hatten in der... Aber ich wollte nicht gerade sagen, dass ihr die Melanie Müller wieder reingelassen habt, ne? Wo die den Luke doch letztes Mal so gerammt hat. Hat die den Luke gerammt? Ja, die hat sich nicht an die Regeln gehalten, ne? Na, gibt's denn sowas? Das sind die einzigen Leute, vor denen man Angst hat, die einfach irgendwie nicht aufpassen, vielleicht nicht ganz so schlau sind, dann einfach machen, was sie wollen. Ja, da muss man Angst vor haben. Ja. Hier, Stocker Crash Day am 10. Oktober live bei ProSieben, 20.15 Uhr. Ja, das muss man, das heißt nicht ganz so schlau. Also, alle, die bei uns mitfahren, sind auf jeden Fall das kann man schon mal sagen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Wenn man eure Kanäle abonnieren möchte, kann man das machen bei YouTube. Deiner heißt wie du, wa? Dena. Deiner heißt auch Joyce. Deiner heißt Joyce, wie du. Ja. Okay, vielen Dank, dass ihr da wart. Viel Erfolg weiterhin. Joyce, ich und Dena, meine Damen und Herren. Das sind ganz normale Fleischtomate. Die ist halt nur groß gezüchtet worden. Wahnsinn. Sieht aus wie ein kleiner Kürbis. Ja. Was ist das hier? Das ist Riesenweißkohl. Riesenweißkohl. Die Sachen, die Sie züchten, züchten Sie die zum Verzehr oder züchten Sie einfach nur auf Größe? Die werden nur auf Größe gezüchtet. Ach so, das heißt, Sie wollen die gar nicht essen, Sie wollen nur einfach den größten Weißkohl haben, den man sich vorstellen kann.